Dieser Mann hat es in den letzten Wochen zu großer Bekanntheit gebracht, Wolfgang Wodak. Ich möchte was erzählen über die Coronavirus-Epidemie, die wir angeblich haben sollen. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und Arzt hält Corona vor allem für einen Hype. Er sagt, Coronaviren habe es schon immer gegeben. Das neue Virus sei nicht gefährlicher als übliche Grippeerreger. Und ohne Tests würden wir gar nicht merken, dass es da sei. Im Netz werden Wodaks Artikel und Interviews hunderttausendfach geklickt. Fachleute, die sich mit seinen Aussagen auseinandergesetzt haben, halten seine Schlussfolgerungen aber für verkürzt und wissenschaftlich nicht haltbar. Wir sehen, dass viel mehr Menschen sterben im selben Zeitraum als sonst. Wir haben ja sonst nicht beobachtet, dass im Elsass oder in Spanien oder in Norditalien selbst das medizinische Personal schwer erkrankt und nicht mehr in der Lage ist, die Patienten zu versorgen. Wir haben ja also definitiv eine ganz neue Situation und die ist nicht erfunden. Im Netz werden Minderheitenmeinungen wie die von Wodak trotzdem verbreitet, gerade von Medien, die sich gerne alternativ nennen. Die Plattform KenFM etwa fragt, befinden wir uns längst in der Corona-Diktatur? Ist Corona ein asymmetrischer Krieg der Superreichen? Andere Seiten sprechen gar von Corona als Biowaffe. Klassische Verschwörungstheorien, sagen Fachleute. Verschwörungstheorien zeichnen sich dadurch aus, dass Menschen glauben, dass es eine dunkle Macht gibt, die im Geheimen Böses tut. Und das ist auch der Unterschied zu Fehlinformationen, wo manchmal einfach Informationen falsch wiedergegeben werden. Es ist ein einfaches Weltbild, das mittlerweile auf immer mehr Seiten und Kanälen verbreitet wird und die sich auch untereinander vernetzen. Verschwörungstheorien, sie boomen offenbar in Corona-Zeiten. Und dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Baas vom Rechercheverbund des NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Ihr Schwerpunkt sind Gesundheitsthemen. Zunächst die Frage an Sie. Verschwörungstheorien haben in der Corona-Krise Hochkonjunktur. Warum sind die Menschen besonders in Krisenzeiten dafür empfänglich? Ja, es gibt eine große Unsicherheit. Einerseits damit, wie wir selbst damit umgehen im Alltag. Aber andererseits gibt es auch ständig neue Informationen, neue Erkenntnisse. Es ist eine sehr dynamische Lage, wie es so oft heißt. Also das heißt, viele Menschen wissen auch einfach im Moment nicht, wie es ist, also wie die Lage ist. Man kann sich da auch nicht umfassend informieren. Das überfordert uns alle. Und das führt natürlich dazu, dass man auch möglicherweise empfänglich ist für einfache Erklärungen und für solche dann Theorien, die auf einem gewissen wahren Kern beruhen und dann aber halt ein Konstrukt darum aufbauen. Und das ist natürlich verlockend, um eine einfache Erklärung zu bekommen und sich damit dann irgendwie auch die Situation besser selbst erklären zu können. Von großem Interesse ist, wie konnte sich das Virus in Deutschland so schnell verbreiten? Und da weiß man jetzt, dass Großveranstaltungen wie Karneval, Starkbierfeste oder auch Posaunenchöre es waren, die dazu beigetragen haben. Könnte denn daraus resultieren, dass es derartige Feste lange nicht geben wird? Ja, da muss man zumindest drüber nachdenken. Offensichtlich ist es so, wo viele Menschen zusammenkommen über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Stunden, eng zusammen sitzen, zusammen feiern, zusammen tanzen, und das halt im Zweifel auch noch in einem geschlossenen Raum. Da kann sich dann dieses Virus schnell von einer Person zur anderen ausbreiten. Und dann sind dann auf einen Schlag im Zweifel gleich 20, 50, 100 Leute infiziert. Wir sehen das ja auch in Ischgl, in dem Skigebiet, wo sich sehr viele Leute gleichzeitig infiziert haben. Und die sind dann in alle Welt hinausgefahren und haben dann dieses Virus auch wieder in ihre Familien oder in ihre Umgebung gebracht und haben dort wieder Menschen angesteckt. Also das heißt, es ist immer eine sehr große Gefahr, wenn viele Menschen auf kleinem, engem Raum zusammenkommen und das auch länger als jetzt eine Viertelstunde, die ja immer zitiert wird. Also das ist schon sehr problematisch und da muss man wahrscheinlich drüber nachdenken, wie man damit umgeht in den kommenden Monaten. Immer wieder hört man, dass das medizinische Personal mit Nachschubproblemen kämpft. Hat sich da die Situation denn gebessert? Offensichtlich nicht. Es gibt immer noch Berichte davon, dass halt viele Einrichtungen, Hausärzte, aber vor allem auch Pflegeeinrichtungen große Probleme haben, ausreichend medizinische Schutzausrüstung zu bekommen. Also sie haben das Problem, dass Kleidung fehlt, also Schutzkleidung, aber auch Masken.
Und es gibt auch jetzt das Problem, dass sie gegenseitig konkurrieren, also die einzelnen Institutionen, aber auch die Bundesländer, die Bundesbehörden versuchen alle im Moment auf dem Weltmarkt diese Schutzausrüstung zu besorgen, aber stehen dort natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Ländern, weil ja überall die Fallzahlen im Moment stark steigen, ist der Bedarf natürlich riesig und es ist sehr schwierig, offenbar diesen Bedarf zu decken. Und können die Labore dann ihre Testkapazitäten ausweiten? Da stehen wir vor einem ähnlichen Problem. Da fehlt es offensichtlich zunehmend an Chemikalien. Gerade auch in den USA wurde das berichtet, dass dort sehr, sehr viele Tests nicht durchgeführt werden können, weil die nötigen Chemikalien für diese Durchführung fehlen. Aber auch hier in Deutschland berichten Labore, dass sie zunehmend Nachschubprobleme haben. Es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Hersteller. Die haben zwar alle schon ihre Kapazitäten hochgefahren, aber das geht natürlich auch nicht unendlich. Und je mehr Länder betroffen sind, je mehr Menschen, desto schwieriger könnte das werden, hier dann den Bedarf zu decken. Ein großes Thema ist nach wie vor, sind die Masken. Einige Städte starten da Alleingänge. Da ist das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit Pflicht. Wie sind diese Alleingänge denn zu bewerten? Das ist wahrscheinlich schwierig. Das Problem ist, es gibt keine einheitliche Meinung, auch in der Fachwelt nicht. Und wenn jetzt Alleingänge sind, könnte das natürlich auch dazu führen, dass es wieder zu mehr Verunsicherung führt, weil kaum ein Mensch mehr versteht, soll ich denn nun eine Maske tragen? Ist das sinnvoll, wenn ich rausgehe, eine Maske zu tragen oder nicht? Man kann kurzum sagen, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass man sich selber schützen kann, wenn man eine einfache Maske, ein Stofftuch oder so eine einfache OP-Maske in der Öffentlichkeit trägt. Was aber klar ist, ist, dass man möglicherweise damit verhindern kann, dass man, wenn man hustet, niest, dann irgendwelche Tröpfchen in die Umgebung abgibt. Die Frage ist aber, hat das einen großen Effekt oder nicht? Und da ist sich die Fachwelt halt uneins und einige sagen, es ist eher schwierig, weil das Abstandhalten ist eigentlich die wesentlich wichtigere Maßnahme und das Händewaschen. Und wenn man dann eine Maske trägt und sich in falscher Sicherheit wiegt, könnte das dann dazu führen, dass man vielleicht diese Abstandsregel nicht einhält und das eigentlich viel Wichtigere dann vernachlässigt. Also es hat auch viel mit Psychologie am Ende zu tun. Und da ist natürlich so ein uneinheitliches Vorgehen schwierig, weil es dann irgendwann kein Mensch mehr versteht, warum die einen das so machen und die anderen anders. Danke für diese Einschätzung. Christian Baas war das.